Ja, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Volt fertig gemacht. Auf schwer. Haben wir Volt fertig gemacht. Ich möchte nur Volt betonen. Jedenfalls sind wir wieder aus dieser Matrix oder was auch immer das ist, entkommen und sind jetzt wieder vorm Dach, weil Balen da irgendwo ist und mal gucken. Was der dazu zu sagen hat, wenn jetzt da Volt steht irgendwo, ne? Ich krieg die Krise, ich schrei alles zusammen. Okay, danke. Nobody's out here. All clear, Balin. Come on out. Impressive, Alfred. How did you know where I was? Ach. Your hiding spots haven't changed since we left. Ja, war das genau. Der Jade Curtis-Typ. We never even considered recreating Volt. Irgendwie gibt's in jedem Tales auch Spiel jemand, der so aussieht. Honestly, we're still having trouble controlling Spyrites at all. We'd be insane to try tackling a great spirit. Tinkoi guy really was here, right? Yeah. What the hell was it then? Wir haben immer noch Probleme, Spyrites zu kontrollieren. Spyriten sind ziemlich gefährlich, oder? Ja, okay. Fangen wir es mal hier so. Well, gaining total control over lesser spirits is possible in theory, but it doesn't really work. We still have a lot to learn about them. There's no need to rush. She granted us a reprieve, didn't she? Yeah, but it won't last forever. So, what can you tell us about this Julius guy? I don't know. He really loves tomatoes? Baylor. Sorry. Look, I haven't seen the guy in 6 months. I was shocked as anyone when I heard about the train hijacking. Do you have any idea where he might have gone? Like to Canaan, maybe? Canaan, huh? I think he mentioned the place, actually. But I don't remember the details or anything. It is a sacred land where souls go to be purified and reincarnated. You say? Was? Greetings, Jude. What is that? The spirit Musae. She's Mila's big sis. What are you doing in our realm? Mila's vanished. Wait, what? Something was amiss with the soul purification process. Or so she said. But I lost contact with her after she used my power to exit the spirit realm. So she's okay. In the human realm? Indeed, she should be, but... I guess you haven't seen her. Surely, she would have sought you out if she could. I hope she's all right. I must find her. Mila's gone missing? But how? Well, now what? Oh, what's it, Bird? Someone's hunting for Scary Glasses guy there. Do you mean Marksburg? Please let me come with you. Yeah, okay. There's no field trip we're going on, Princess. Shouldn't you stay in school? But if Musae's here in the human realm, the danger level must be off the charts. I want to do whatever I can to help. That's all. Count me in too. Well, you know, whenever I'm not swamped with work. There's so many of us now. Du bist egal. Hauptsache ihr dies. Kapitel 4. Außer Rand und Band. Das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt zu sagen, dass ich... Exodus is already gone? What was the point of causing all this trouble? I guess causing trouble was the point. That's terrorists for you. That handkerchief you gave me earlier had a really weird smell. It's not weird, it's cologne. An essential part of a gentleman's faux casual grooming routine. Jedenfalls, das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt zu erwähnen, dass ich noch nicht weiß, was mit Mila am Ende des Spiels vom ersten Teil passiert ist, weil ich gerade erst mit Mila durchspiele im ersten Teil. Also mehr oder weniger zeitgleich hier mit dem Spiel. Deswegen habe ich keine Ahnung, was mit ihr am Ende passiert und überhaupt. Aber anscheinend ist sie irgendwo hier in der Menschenwelt. Und das ist schon mal gut. So! Gibt's hier was zu kaufen? Nein. Du hast was Rotes hier. Rotes Smiley. Jung Helioburg Forschungszentrum, Sektor 5, Roselle, Höhenstraße aufbrechen. Was will ich denn da?
Zahl einen Teil deiner Schulden ab. Ja, bringen wir uns mal dahin. Ich weiß, vielleicht sind ja überall Quests und so jetzt, wo wir hier alles erledigt haben. Keine Ahnung. Aber ich möchte jetzt erstmal hier weg. Das ist hoffentlich ein bisschen verständlich ist, oder? So, wo bin ich hier? Ich habe das Gefühl, ich sollte noch nicht hier sein. Aber egal. Deine Art verbessert, eine Art erlernt. Sehr schön. Fällt mir gerade ein. So. Dieser Bosskampf hat mir gerade gezeigt, dass es doch... Wir gehen jetzt erstmal zurück nach Duval oder Triglyph oder wo auch immer die letzte Stadt war, wo wir jetzt waren. Und tun erstmal ein paar Nebenquests machen, weil ich habe keinen Bock, schon wieder aufs Maul zu bekommen. Deswegen gehen wir jetzt ganz gemütlich zurück nach wo auch immer. Triglyph. Ja, okay. Kann ich nicht irgendwie schnell reisen oder so? Wäre voll, mein Gott, wie viele Vögel hier rumfliegen. Ich möchte jetzt nicht nochmal unvorbereitet sein. Mein Gott, wie viel. Deswegen tun wir erstmal ein paar nebensächliche Sachen hier erledigen. Damit wir gut vorbereitet sind im nächsten Kampf. Elementarherz. So, und ich hoffe, ich kann auch irgendwann mal so Rezepte kaufen, eher so, ich meine Gerichte, die wir schneller leveln können. Ja, das ging jetzt doch ein bisschen bescheiden voran beim letzten Mal. Mein Gott. Aber jetzt sind wir erstmal eine Vierertruppe und jetzt geht es uns erstmal gut. Das hat was zählt. Das kann man nicht mehr so schnell aufs Maul kriegen. Ich muss erstmal nicht mein Geld ausgeben. Ich gucke erstmal, was wir kaufen können und so und allgemein und was weiß ich. Ja, können wir weiter gucken. Nebenbei staub ich ein bisschen was ab. Nietenstiel, was soll ich damit? Ein Striglev. Endlich. So, ich will einfach irgendwo an einen sicheren Ort gehen. Wo die Sterne am höchsten Punkt strahlen oder irgendwie so was Poetisches. So. Alles klar. Ereignisse, die nichts mit der Hauptgeschichte zu tun haben, können stattfinden, wenn du in der Stadt mit deinen Gruppenmitgliedern sprichst. Versuche in allen möglichen Städten mit den verschiedenen Figuren zu sprechen, ganz besonders mit denen, die du am liebsten magst. Also Elise. Ach ja, genau. Ich gebe dir kein Geld. But it ended up gathering dust in the closet. What a waste! Am I right? So, family heirloom's just a fancy word for trash? I'm sure Luke won't put it to good use, though. Ja, was habe ich jetzt überhaupt bekommen? Da du jetzt die Objektsphäre erhalten hast, wurde die Auto-Objekt-Funktion im Kampf freigeschaltet. Die hatte ich noch nicht. Wenn du die Objekte, die du benutzt werden sollst, in den Auto-Objekt-Einstellungen festlegst, benutzen die Figuren, die du im Kampf nicht aktiv steuerst, Objekte entsprechend deiner Einstellung. Pass aber auf deine Objektreserven auf. Ja. Ich hatte halt noch nicht. Deine Katze ist zurückgekehrt. Ei. Folgende Katzen haben sich dir angeschlossen. York. Okay. Jetzt habe ich 8 Katzen. Sehr schön. Das hoffe ich auch für dich. Okay. Goldener Titel, Katzenkurator. Okay. Hey, Elise. Na? Ich habe dir näher gesagt, dass ich eine Weile nicht komme. Meine Schulfreunde sind mir natürlich auch wichtig, aber ich kann meine anderen Freunde nicht im Stich lassen. Sehr gut. So. Auftragsbörse, genau. Wir haben noch ganz viele Dingens hier, glaube ich, offen. Elite-Monster. Ja, ich sehe schon, was wir als nächstes machen. Dingens, Erledigung melden, meine ich. So.
So. Oh, verdammter Dreck. Das ist mal so hier. Irgendwie nicht. So, warte mal hier. Himmelsterror, Weihwindauge. Weihwind, was? Den kenne ich doch irgendwo in den Namen. Was kriegen wir dafür? Gar nichts, weiß ich nicht. So, was gibt's denn noch hier alles, was wir machen können? Frisch frittiert. Machen wir erstmal hier so was Wichtigeres. Kann ich das überhaupt? Ja, anscheinend schon. Bahnhofsrestaurant, Mindstrom Klein, Sonnenstrahl mal 1. Gegerbte Feder, habe ich gar nicht, verdammt. Tomatenomelette Klein mal 1. Habe ich das? Nein. Und ich kann nirgends was kaufen. Doch kann ich. Tomatenomelette Klein, okay. Kein Ding, das werde ich schon irgendwo auftreiben. Irgendwo hier. Kann schon immer hier hingehen? Egal. Lebensmittelhändler. Tomatenomelette Klein. Mehr kann ich mir nicht leisten, ey. Ich hab nicht gekauft, mein Gott. Da waren wir so Erfahrungsdinger. Was? Hanawab. Sanawab. Na gut. Ich kann doch mal hier pennen gehen und gucken, ob was passiert. Nein, anscheinend nicht. Geld verschwendet, egal. Und Geld ist da überhaupt nicht wichtig in dem Spiel. Sehr gut, dann. Weil ich habe keinen Bock, mich jetzt direkt wieder mit einem starken Monster hier anzulegen. Das wäre mir ein bisschen zu blöd. Deswegen weiß ich nicht. Ich wollte erstmal, ob die was zu verkaufen haben, so ausrüstungsmäßig. Ich werde ja wohl ein paar Aufträge ja locker erledigen können. Waffen. Oder Rüstung, mir egal. Irgendwas, womit wir mehr aushalten können am besten. Ja. Du bekommst ein Eisenhelm. Hey, hat geklappt, gut. So, 404, mein Gott. Du bekommst das hier. Warum hast du so billige Klamotten nur an? Okay, Rüstung sind wir auf dem neuesten Stand. Und ja, Waffen gibt es keine neuen mehr. Dann tun wir mal ein paar Aufträge erledigen. Als ob wir schon mal so erledigen können. Einer für alle. Zack. Dann hier, Möhren. Dann hier, frisch frittiert. Vernichten Neondrache, was? Neodrache, mein Gott. Meine Tochter. In der Rosalhöhenstraße, was? In der Tartalian-Kluft. Was? Macho-Zimmermann, was ist das? Niederer Geistpuppe, was? Warte mal, wo ist die Dingens hier? Was ist das Ausrufezeichen? Was ist ein Ausrufezeichen? Geh mal dahin. What could this be? Oh, Jude. Jude's Geschichte beginnen. Im nächsten Part. Weiß ich nicht. Machen wir erstmal irgendwas Nebensächliches. Alesthöhlenstraße. Torbalanhöhlenstraße. Da gibt es hier nicht irgendwie was, was wir machen können. Alest oder Torbalanhöhlenstraße. Nein, natürlich nicht. Oh, Dämonenriss, Dimensionsriss, was? Mein Gott, muss ich den ganzen Weg dann jetzt zurücklaufen? Das gibt's doch nicht. Warte mal, Torbalanhöhlenstraße. Da kriegen wir gegerbtes Glieder, ja, eine uralte Katze. Oh!
Ach ja, das wollten wir abgeben, ich Idiot. Bestätigung des Restaurants. Ich entwickle ein neues Gericht. Kann Millionen Tomaten mit an den Hauptbahnhof bringen. Okay. Der ist. Ja. Weiß ich gar nicht. Wo ist der Hauptbahnhof? Ich gehe erstmal hier hin. Und dann dahin, glaube ich. Ja, ich glaube, da ist ein Ausrufezeichen. Das heißt, es ist wichtig. Dann können wir im nächsten Part mal Jules Geschichte machen. Was auch immer es bedeutet. Werden wir ja sehen. Dann sind wir. Weiß nicht. Geld haben wir wieder genug. Ja. Man es nimmt. Hi. Na. Oh Mann, Tomaten. Das ist ein Tomatenoblet, mein Gott. So sieht es also aus. Ist bestimmt lecker. Tausend Dank. Ich denke, ich kann diesen Gericht etwas Neues zaubern. Du arbeitest hier am Bahnhof, oder? Werdet ihr bald auch einen Spasenal servieren? Nein, ich bin neu. Ich bekoche nur das Personal. Wenn Sie jetzt mögen, nehmen Sie es vielleicht ins Menü des Speisewagens auf oder packen es in die Lunchpakete, die es im Bahnhof gibt. So haben die Hähnchengratan und die geschmorten Schweine auch angefangen, bevor sie aufs Menü schafften. Kantinenessen. Scheint Spaß zu machen, hier zu arbeiten. Das tut es, aber es gibt viel zu tun. Wir haben nur wenig Pausen. Sie sagen, unser Essen wäre die Quelle der wirtschaftlichen Aufschwungs in dem Olympios. Auf leeren Mägen kann man keine Geschäfte machen. Nun, ihre Mägen sind in guten Händen. Achso, das war Jules. Bäh. So ist es wohl. Ich meine, ich hätte den Eignungstest jetzt gar nicht bestanden, als ich mich hier vorstellte. Aber der Typ, den sie einstellten, löste an seinem ersten Tag einen Fettbrand aus und sie holten mich als Ersatz. Man sollte die Gelegenheit, die einem das Schicksal spielt, wohl lieber ergreifen und versuchen, sich die Hand nicht bei einem Fettbrand zu verbrennen. Was? Schicksal. Stimmt etwas nicht, Ludger? Nein. Ich schwatze schon wieder zu viel. Ich sollte lieber weitermachen. Heute habe ich eigentlich frei, aber ich dachte, ich schaue mal vorbei und versuche, eins von den Dingern zuzubereiten. Danke nochmal für eure Hilfe. Um mich zu revanchieren, werde ich euch ein paar meiner Gerichte probieren lassen. Bis dann. Okay. Spätigung der Restaurant-Elfe. Okay, da muss ich wahrscheinlich wieder abgeben, ne? Auftrag kann als erledigt gemeldet werden. Sehr schön. Ich glaube, ich tue die letzten Dinge auch noch mal. Tu mal abschließen einfach. So, ich hoffe, wir werden jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung. Hey, since you've kept up with your debt payments, you've been given permission to travel to Marksburg. Glaub bloß nicht, dass ich da sofort hingehe. Not many people handle it this well. She's praising you. Yep, I knew I could count on Julius's little brother. Okay. So someone's looking for Julius? I wonder who. Na gut, dann würde ich sagen, als nächstes geht's nach Marksburg. In der nächsten Folge. Ne, Quatsch, in der nächsten Folge wollten wir ja mit Jude hier irgendwas machen. Judes Geschichte. Warum auch nicht? Gehen wir nochmal die Mission ab und gucken, was wir noch machen können. Und dann fertig. Minstron, klein oder Mainstron, was auch immer. Gerbsleder in Borlan Höhenstraße. Das möchte ich ehrlich gesagt auch noch schnell legen. Ich werde ja wohl irgendwo gegerbtes Leder finden, ey. So im Schnelldurchlauf irgendwo. Na? Job is for a really rare item. I don't know if we'll find it through normal means. Why not ask the cats to do it? They're always coming back with rare items. Okay. Sie mal wieder da. Na verdammt, Dreck. Okay, dann müssen wir einen hier hinschicken anscheinend.
Dann hätten wir auch ein bisschen früher sagen können. Dafür muss irgendjemand aufs Maul kriegen. Weil viele Gegner hier sind. Sie kann man auch schon lange. So, du kannst jetzt mal wechseln. Bam, verdammt. Was hat denn für einen Angriff? Bands. Ja, klappt gar nicht mehr hier so mit mehreren Gegnern aufeinander ziehen. So wie es aussieht. Achso, ja. Meine Katze, die soll zurückkommen, verdammt. Nienstiel, ja super. Was kommt du her? Muss irgendwas töten, den nur 2-3 Minuten totschlagen. Irgendwie springe ich gar nicht mehr so weit. Zack. So, zack. Verdammt. Deine Katze ist zurückgekehrt. Super. Ach, was sagt er mir jetzt erst? Versuchen wir mal. Wie lange dauert das jetzt ungefähr? Ich hoffe ja nicht zu lange. Komm mal, während das ein paar Leute kaputt. Wer hat da gerade ein Objekt eingesetzt? Zack. Job well done. I prefer medium rare. So. Wie sieht's jetzt aus? Okay, ja, dauert, glaube ich. Na gut, dann würde ich sagen, wir können Folge beenden. Und sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich gehe erstmal lieber rein, ne? Das ist stimmungsvoller. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.